Logistikhelden. Deine Karriere in der Logistik. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Wirtschaftsmacher-Podcasts Logistikhelden, dem Podcast rund um die Arbeitswelt in der Logistik. Unser Thema für diese erste Episode lautet Karriere machen in der Logistik. Dazu haben wir uns gleich drei Gäste eingeladen. Herzlich willkommen, Larissa Eger, du bist Co-Founderin und Vorständin Vertrieb bei NeoCargo, Patricia Geiter, Bereichsleitung Operations bei VTL und Philipp Arendt, Head of Inbound Logistics bei Tchibo. Und bevor wir jetzt ganz tief in die Materie einsteigen, legen wir vielleicht zunächst einmal fest, was Karriere machen für euch jeweils eigentlich bedeutet. Denn das ist ja etwas, das jeder ein wenig anders definiert. Was bedeutet es tatsächlich, erfolgreich im Beruf zu sein? Und Larissa, vielleicht möchtest du einfach mal den Anfang machen und uns erzählen, was Karriere machen für dich bedeutet. Ja, sehr gerne, Boris. Also was heißt Karriere machen für mich? Ich finde, ein Job, der Spaß macht, wo ich gerne zur Arbeit gehe und wo ich motiviert bin, das ist für mich das Allerwichtigste. Und in Bezug auf Karriere habe ich gelernt, dass es für mich ganz entscheidend ist, dass ich mich weiterentwickeln kann. Also, dass ich quasi morgens in die Arbeit gehe und wenn ich abends dann von der Arbeit nach Hause komme, einfach ein Stück was mitnehmen kann. Einmal für mich persönlich, aber auch für die Firma, die wir aufbauen, dass wir uns da einfach weiterentwickeln. Und das ist mir auch total wichtig für Mitarbeiter, das auch dort zu sehen, weil man kann nur Karriere machen, wenn man sich permanent weiterentwickelt und auch steigert an der Stelle. Und das ist für mich total wichtig in Kombination mit, dass man einfach Spaß hat mit dem, was man so macht. Und dann wird das mit der Karriere, denke ich, ganz von alleine. Das sind zwei sehr wichtige Punkte, wie ich finde, die du da angesprochen hast. Das eine ist das Thema lebenslanges Lernen. Ich denke, das gilt nicht nur für Startups, sondern generell für jedes Unternehmen. Heutzutage in der Berufswelt kann man sich nicht den Luxus erlauben, zu meinen, man habe irgendwann ausgelernt. Das gibt es einfach nicht. Und das andere ist ganz sicher auch der Spaß bei und der Spaß an der Arbeit vor allem. Denn was man nicht gerne macht, das macht man auch nicht gut und wahrscheinlich auch nicht allzu lange. Philipp, siehst du das so ähnlich wie Larissa oder hast du da noch was zu ergänzen? Ja, ich sehe schon größtenteils ähnlich wie Larissa. Es ist so ein Stück weit, ergibt sich vieles auch auf dem Weg. Also so war es zumindest bei mir. Man hat begonnen und mir war einfach wichtig, bei allen Positionen, die ich bisher so inne hatte, das ging ja von Sachbearbeiter über diverse Stationen bis zum Abteilungsleiter, dass ich mich da immer entfalten konnte, gestalten konnte und weiterentwickeln konnte. Ne? Und das auch in Zusammenarbeit dann mit Kollegen, Trainees, Vorgesetzten und so weiter, dass man da die Chance hatte, halt einfach mitzugestalten, damit dann nämlich genau das eintritt. Man geht gerne zur Arbeit, hat viel Spaß daran, hat ein Gefühl, auch etwas bewegen zu können. Das war für mich immer ganz wichtig in jeder Position. Und gerade wenn man sich darauf fokussiert, wie kann ich immer in meinem Bereich, den ich beeinflussen kann, Dinge verbessern und voranbringen, kommt der Rest von ganz allein. Da braucht man gar nicht so aufs Gaspedal treten, dann entwickelt man sich schon von alleine so ein Stück weit. Und ja, es ist halt, wenn man dann erfüllt mit einem guten Gefühl Feierabend macht, dann hat man halt auch eine ganz andere Motivation oder ganz andere Energie fürs Privatleben natürlich, ne? Und kann sich da dann auf die Dinge fokussieren. Und das muss natürlich aber auch immer ein entspanntes Miteinander sein und eine Balance dazwischen natürlich auch herrschen. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, den du da genannt hast, die Work-Life-Balance. Auch die darf natürlich nicht zu kurz kommen. Patricia, was bedeutet Karriere machen denn für dich? Also ganz persönlich bedeutet das für mich, dass ich immer wieder die Chance habe, mich sukzessive weiterzuentwickeln, weiterzubilden auch, dass ich durch die stetigen Herausforderungen, mit denen wir halt täglich in der Logistik zu tun haben, einfach immer wieder ja nicht auf der Stelle trete, sondern mich tatsächlich in allen Bereichen wie Bildung als auch die Fähigkeiten, die Leistung immer weiterzuentwickeln. Das bedeutet für mich Karriere. Einverstanden. Vielen Dank, Patricia. Nun ist es ja so, dass jede Karriere auch mal irgendwann starten muss. Die wenigsten haben schon in der Schule den festen Vorsatz, dass sie mal in der Logistik arbeiten werden. Und das ziehen sie dann auch entsprechend durch. Sondern für die meisten ist es ja ein Prozess. Was soll ich später machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich mir etwas in der Logistik vorstellen. Und da kommen wir jetzt mal ein bisschen tiefer ins Thema und fangen an der Stelle vielleicht mal mit dir an, Philipp. Du hast ja eigentlich eine Ausbildung bei einem Druckfarbenhersteller in Celle gemacht, im schönen Niedersachsen. Und dann hat es dich dann von dort ans Meer verschlagen, zu Tchibo und in die Logistik. Wie ist denn das eigentlich gekommen?
Ja, wie ist das passiert? Ich habe in der Tat eine Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen bei einem mittelständischen Druckfarbenhersteller und hab mich damals für diese Ausbildung entschieden. Mir war schon klar, ich möchte in die Wirtschaft, war aber noch nicht so zu 100% sicher. Es ist jetzt Einkauf, Verkauf, Logistik, Produktionsmanagement, was auch immer. Und da hat die Ausbildung halt einfach eine gute Grundlage gebildet, weil ich in alle Abteilungen mal reinschnuppern konnte. Und ja, in der Logistik, die hat mich dabei am meisten fasziniert, einfach in dem Betrieb, dass man die Abteilungen mit Rohstoffen und Materialien versorgt oder bis hin zu fertige Produkte ins Lager, Lagerverwaltung und ab in Container oder LKW, aber dann auch außerhalb der Firma quasi bis hin zum Kunden auf den unterschiedlichsten Wege und Kontinente. Und da habe ich dann so gemerkt, das ist so genau das, was mich am meisten reizt. Ne? So einmal um die Welt, überall hat man so ein bisschen seine Finger im Spiel. Genau, und dann habe ich kurzzeitig nach meiner Ausbildung, wurde ich noch übernommen, habe im Export gearbeitet und habe da Export nach Asien betreut und hatte da natürlich ganz viele Berührungspunkte schon mit Fernost, insbesondere China, Taiwan, Indien, so diese Länder. Und da hat sich das gerade auch so diese interkulturellen Unterschiede waren da auch sehr spannend noch gleichzeitig dazu. Und da war mir eigentlich klar, ich möchte in die Richtung gehen. Habe dann zwischendurch einen kleinen Abstecher in den öffentlichen Dienst gemacht. Also quasi, ich habe meinen Zivildienst geleistet. Aber das war damals noch ja, Teil des Erwachsenwerdens sozusagen. Und dann, wie du schon so schön sagst, Celle ist weit weg vom Meer, aber Container schwimmen nun mal mit Schiffen durch die Weltmeere. Und dann war Hamburg natürlich naheliegend, mit 1,5, 2 Stunden Entfernung und einem der größten Häfen Europas. Ja, dann hat es mich nach Hamburg verschlagen. Da habe ich dann erstmal gezielt bei einem Stückgutreeder mich wirklich beworben und da auch dann 5,5 Jahre ungefähr gearbeitet und mir da wirklich auf der operativen Ebene alles an Wissen angeeignet, was man so fachspezifisch rund um die Seefracht sich aneignen kann. Ob nun Zoll, Containergrößen, wie berechne ich dann richtig das Volumen der Container, dass ich das beladen kann, etc. Und habe mir halt dann einfach im Laufe der Zeit Fuß gefasst. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ja, jetzt weiß ich Bescheid, alles schön. Damals gab es dort nämlich nicht so die Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln in der Firma, sehr flache Hierarchien. Wenig Platz, um wirklich zu gestalten. Und da habe ich dann mich auf die Suche begeben und dann bin ich auf Tchibo gestoßen. So als leidenschaftlicher Kaffeetrinker war das auch relativ ja, naheliegend. Natürlich auch, aber hatte natürlich auch so ein bisschen den Fokus darauf. Und da gab es dann damals eine passende Stelle, auf der ich eingestiegen bin. Und dann waren das so meine ersten Schritte in der Inbound-Logistik quasi in so einem großen Konzern, in so einem großen Unternehmen. Und ja, dann ging dort meine Entwicklung weiter, in der ich mich dann ja bis zu meiner jetzigen Stelle weiter vorgearbeitet habe. Ja, das ist doch mal ein spannender Karriereweg. Vielen Dank. Was ich vor allem sehr spannend finde, ist die Internationalität oder der internationale Charakter, den du betont hast in deiner Arbeit. Also, dass du viel mit Menschen aus anderen Ländern und deren kulturellen Eigenheiten zu tun hast. Das stelle ich mir besonders interessant vor, vielleicht aber auch manchmal besonders herausfordernd, oder? Genau, das ist eine große Herausforderung, ne, gerade im asiatischen Raum, wo man ja nun doch ziemlich weit entfernt ist teilweise in der Mentalität, gerade dort dann auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und nicht in eine falsche Richtung zu steuern, sodass man den Gegenüber so ein bisschen in seiner Geschäftsehre kränkt und so weiter. Das sind schon große Themen auch des Alltags, dass man da schauen muss, wie bekommt man auch nicht nur die Ware verladen, sondern wie bekommt man auch die Menschen eingefangen sozusagen, die einem dabei helfen, dass man die Ware verlädt. Ja, da sieht man, dass Logistik eben auch viel mit Kommunikation zu tun hat. Und Kommunikation ist auch ein ganz wichtiges Stichwort. Das bringt mich nämlich zu dir, Patricia. Wie war das denn für dich? Wie hast du deine Karriere in der Logistik begonnen? Meine Karriere hat ja nach meiner Ausbildung angefangen. Ich habe ja Ausbildung Kommunikationskauffrau ursprünglich mal gelernt und bin dann durch Gespräche mit anderen eben auf die Logistik gekommen, weil mir eine damalige Arbeitskollegin sagte, hier da bei der Spedition, da wird doch Personal gesucht, wäre das nicht was für dich? Du mit deiner Art und so, du passt da gut rein. Ja, und dann habe ich mich beworben und habe dann tatsächlich zuerst Fuß gefasst bei der Spedition mit ganz normalen Aufgaben wie Sendungserfassung und Kundenbetreuung. Also das war so mein erster Einstieg. Und da muss ich sagen, am Anfang war es ungewohnt, weil es was ganz anderes war wie das, was ich ursprünglich mal gelernt habe. Aber so habe ich mich dann sukzessive dann quasi da reingefunden in diese quasi Logistikwelt. Du sagst, es war ungewohnt. Nun war es ja eine völlig neue Welt für dich auch. In dem Bereich hast du ja vorher nicht
gearbeitet. War das denn auch schwierig für dich, da überhaupt reinzukommen, gerade am Anfang? Nee, es war total easy. Also mir hat das von Anfang an total Spaß gemacht, weil das so unterschiedliche Aufgaben gewesen sind auch und auch was ganz anderes zu dem, was ich gelernt habe. Und das passt eher zu meinem Gemüt, würde ich mal sagen. Busy Action jeden Tag, das ist so das, was ich so brauche. Und deswegen ist mir das relativ leicht gefallen. Alles klar. Larissa, dann kommen wir jetzt zu dir. Du bist einen ganz anderen Weg gegangen als die anderen beiden. Du hast nämlich ein Startup gegründet. Und das ist ja jetzt vielleicht etwas, bei dem man nicht direkt mit dem Wunsch groß wird, wenn ich groß bin, werde ich mal ein Startup gründen. Wie kommt man eigentlich auf die Idee? Und dann, warum gerade noch ein Startup in der Logistik? Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Gerne. Ich würde anfangen mit warum in der Logistik. Genau, also ich hatte schon immer irgendwie in Bezug zu der Logistik, dass ich da einfach mich super wohl gefühlt habe. Das kam witzigerweise einfach dadurch, dass ich am Anfang gar nicht so richtig wusste, was ich studieren möchte. Dann klassischerweise mal BWL gemacht, weil was macht man, wenn man das nicht weiß? So ungefähr, dann studiert man mal BWL. Und dann läuft man ja durch alle möglichen verschiedenen Vorlesungen. Und da war so eine Logistikvorlesung, die fand ich dann gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mich einfach in diesen Bereich halt vertieft. Ich bin privat super gern unterwegs, ich reise gerne und dieses, dass einfach ständig alles in Bewegung ist und alle mit anderen da kommunizieren müssen, das finde ich halt super spannend und dann habe ich halt meine ganze Karriere oder meinen Berufsweg halt in der Logistik gemacht, also ein bisschen im Ausland studiert oder auch verschiedene Praktika gemacht, auch Beratung gemacht und immer in diesem Logistikbereich und dann war ich am Forschungszentrum, nee, ich war am IFL, genau, der Felix war am Forschungszentrum für Informatik. Ich war am Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme und Felix und ich haben letztes Jahr ein Beratungsprojekt gemacht. Also wenn man an der Uni ist, dann macht man nicht nur Lehre, sondern man macht auch Forschungs- und Beratungsprojekte dann mit der Industrie zusammen. Und da ist ein Verein mittelständischer Speditionen auf uns zugekommen und hat gesagt, wir haben hier so ein Problem. Und so fing das Ganze dann einfach an, dass wir gesagt haben, okay, wir schauen uns das Problem mal an, haben ein großes Projekt aufgesetzt, hatten so 30, 40 Speditionspartner, die mit uns auf der grünen Wiese einfach mal angefangen haben. Wir haben uns da wirklich vom Marketing über IT zu strategischen Zielbildern alles angeguckt, den Status quo in der Logistik für Landtransporte, FTL, LTL und haben dann halt irgendwann festgestellt, das ist total nett, dass wir das hier so machen. Nebenbei von zwei Uni-Angestellten, aber das wird nicht ausreichen. Und dann war halt die große Frage, machen wir es oder machen wir es nicht? Und ich habe halt persönlich gemerkt, also ich mag den Logistikbereich total gerne und ich sehe mich da auch langfristig auf jeden Fall weiter Logistik zu machen. Und dann war halt die Frage, okay, machen wir dieses Start-up? Und ich habe festgestellt, dass mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat, mit den Speditionen zusammenzuarbeiten. Das sind meistens Familien, inhabergeführte, mittelständische Unternehmen. Man hat keine Konzernstrukturen, alles geht schnell. Die Leute geben direktes Feedback. Die Arbeit ist super angenehm mit denen einfach. Und es hat mir dann so Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, alles klar, ich mache da mit. Und dann haben Felix und ich tatsächlich letztes Jahr das Startup gegründet. Das heißt NeoCargo. Wir machen eine digitale Vernetzungsplattform für mittelständische Speditionen, haben dann natürlich eine Finanzierungsrunde gemacht, haben auch da die Finanzierung dann zusammenbekommen, das Ganze dann voranzutreiben. Aber diesen Schritt raus aus seinem sicheren Beruf, rein in so ein Startup, das ist total abenteuerlich. Ich würde jetzt aber rückblickend sagen, dass es eine der besten Entscheidungen überhaupt war, weil man kann total frei arbeiten, es macht total Spaß, man ist quasi sein eigener Herr und man sieht, wie sich so ein Startup einfach aufbaut. Also Anfang des Jahres waren es Felix und ich im Homeoffice. Jetzt sind wir mittlerweile knapp 20 Leute. Es wächst und wächst und wächst. Und genau, das ist einfach total aufregend. Und jeder, der da irgendwie die Möglichkeit bekommt, so etwas mal auszuprobieren oder zu machen, da einfach Mut haben, weil das lohnt sich. Man lernt total viel. Auch das, was ich vorhin gesagt habe, Spaß haben und was lernen, das kann man da auf jeden Fall mitnehmen. Und das finde ich da total schön an der Stelle. Und deswegen haben wir das dann auch letztendlich gemacht und gegründet. Respekt, das ist ja doch ein sehr mutiger Schritt, dass da aus einem Forschungsprojekt sozusagen ein eigenes Unternehmen wird, eine eigene Gründung durchgeführt wird. Toll, dass ihr das gemacht habt und dass ihr euch das traut. Das braucht natürlich auch eine Menge Mut, sowas umzusetzen und das finde ich immer sehr spannend. So, und jetzt habt ihr alle so ein bisschen im Vorübergehen erwähnt, welche Eigenschaften ihr mitbringt in eurem Job, was so wichtig ist. Aber vielleicht gehen wir nochmal ganz gezielt und explizit auch darauf ein, für alle, die sich dafür interessieren, eure Jobs zu machen. Was müssen Sie mitbringen,
damit sie das erfolgreich schaffen? Was kann das sein? Vielleicht fangen wir da nochmal mit dir an, Larissa. Was braucht man, um in einem Startup Karriere zu machen? Was ist da nötig? Also ich glaube auf jeden Fall Ehrgeiz. Also nur weil jemand Nein sagt, heißt es normalerweise nicht Nein. Man muss immer dahinter gucken, was steckt denn da letztendlich für Beweggründe von dieser einzelnen Person dahinter. Wenn jemand Ja sagt, muss man auch fragen, warum haben sie denn Ja gesagt zu dem Ganzen? Also man muss immer sehr, sehr viel fragen. Man muss sehr, sehr eng mit seinen Kunden zusammenarbeiten, weil nur so lernt man, was sind eigentlich deren Bedürfnisse. Man muss früh mit einem Produkt auf den Markt, das ist auch total wichtig, man kann nicht jahrelang was entwickeln und denken, der Markt braucht das, sondern man muss mit dem Markt gemeinschaftlich entwickeln, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und dafür muss man halt auch, wie sagt man so schön, auf Zack sein. Also man muss halt wirklich sehen, wo sind denn die Möglichkeiten, wo kann ich denn etwas machen. Man muss diese Potenziale, da gehört auch ein bisschen Glück immer dazu, aber wenn man Potenziale sieht, dann muss man die einfach ergreifen und dann muss man halt zusehen, dass man daraus dann etwas aufbaut und da etwas umsetzt. Und deswegen finde ich Ehrgeiz total wichtig, aber auch diese Kommunikationsfähigkeit, also auch offen mit den Leuten reden, auch einfach mal das Telefon in die Hand nehmen. Also das ist, glaube ich, je jünger die Generation werden, desto schwieriger wird es, aber eigentlich ist so unser Hauptmedium am Tag das Telefon. Wir telefonieren mit allen möglichen Leuten und hören uns das an, weil nur so sind wir schnell und verstehen halt wirklich, was wir machen müssen an der Stelle. Und genau, man muss auch sehr strukturiert sein. Also wir haben keine Standardprozesse hier, das geht halt nicht als Startup und jetzt versuchen wir natürlich nach und nach Standardprozesse hier einzuführen. Die sind halt sehr flexibel, die verändern sich noch, aber man braucht eine gewisse Struktur. Ich habe jetzt auch Mitarbeiter, die ich halt führen möchte. Und denen möchte ich natürlich Strukturen vorgeben und keine einzelnen Aufgaben, sondern dass sie halt frei arbeiten können, sich entfalten können. Und diese Strukturen zu schaffen, dafür muss man einfach auch ein sehr analytischer Mensch sein und gucken, wie das Ganze aussieht. Es ist nicht alles perfekt, aber wir machen einfach mal und dann justieren wir nach und verbessern uns kontinuierlich. Und da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg mittlerweile für uns gefunden, dass wir da auch gut vorankommen. Stark, danke Larissa. Patricia, du hast vorhin gesagt, du brauchst immer so ein bisschen Action im Job, so ein bisschen Druck auch. Und ich erinnere mich noch an unser Fotoshooting im Sommer 2022, wo wir auch zusammengesessen haben. Und da ging es eben auch darum, was dich so antreibt, was du so brauchst, was dich motiviert im Job. Und du hast damals gesagt, frei weg von der Leber, Stress. Und das ist ja erstmal etwas, was vielleicht nicht so selbsterklärend ist. Also denke ich mal, jemand, der deinen Job macht, braucht auch eine gewisse Stressresistenz. Aber darüber hinaus, was noch? Welche Eigenschaft muss jemand mitbringen, der deinen Job macht? Du hast ja auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Also was super wichtig ist, ist eine schnelle Auffassungsgabe, auf jeden Fall. Dinge schnell beurteilen zu können, also ein gesundes Urteilsvermögen. Definitiv Multitasking ist schon an der Tagesordnung. Und man sollte auch zuhören können. Gerade wenn man in der Logistik mit Kunden oder auch anderen Spediteuren im Gespräch ist, muss man tatsächlich die Fähigkeit haben, zuhören zu können, um auch das Problem oder die Herausforderungen, die einer hat, zu verstehen und auch am Ende des Tages lösen zu können. Man muss Ruhe bewahren. Das ist das Wichtigste. Egal, was schiefgelaufen ist oder in welchem sag ich mal, in welcher Stimmungslage das Gegenüber gerade ist, egal ob via Telefon oder auch Videocall, man muss immer Ruhe bewahren, um den anderen auch irgendwo ein Stück weit wieder runterzuholen, um dann auch letztendlich in der Lage zu sein, eine gute Lösung für beide Seiten finden zu können. Das ist super wichtig. Probleme und Herausforderungen lösen, das sind Stichworte, die mich direkt zu dir bringen, Philipp, ganz unweigerlich. Denn du hast ja vorhin ganz schön erklärt, wie international du konkret arbeitest bei Tchibo. Und wir haben in den letzten 2 Jahren ja alle erlebt, wie schwierig es ist, gerade in Krisenzeiten auch, Güter und Waren von überall auf der Welt nach Deutschland oder nach Europa im ganz Allgemeinen zu bekommen. Das muss also jemand mitbringen, der genau das macht, was du machst. Wie muss der aufgestellt sein? Was für Eigenschaften muss der oder die mitbringen? Ja, in erster Linie auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Das war insbesondere gefragt so in den letzten Jahren, seitdem die Krisenzeit begonnen hat, da wir neben dem Lösungsorientierten, was natürlich auch immer ganz stark mit dabei ist, ist da auch einfach viel, wir müssen ausprobieren, welche, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, wie bekommen wir die Ware nach Deutschland, man muss Wege ausprobieren, man muss
ausprobieren, welche Verladearten funktionieren, was ist verlässlich, was nicht. Und da hat man auch einfach viel mit Rückschlägen zu kämpfen, logischerweise, in der Lösungsfindung und wenn man versucht, Probleme zu lösen. Und da muss man auf jeden Fall durchhalten, am Ball bleiben und sich nicht davon verunsichern lassen, wenn auch mal Maßnahmen nicht greifen. Und da muss man einfach weiter, ja, immer fokussiert vorangehen. Natürlich das Ganze halt auch gepaart mit Kommunikationsfreude. Wir telefonieren seit den letzten 2 Jahren nicht mehr so viel. Dafür machen wir ganz viele Videokonferenzen, gerade auch mit den Kollegen in Fernost. Das hat extrem zugenommen seit Pandemiebeginn, was eigentlich so ein positiver Nebeneffekt für uns ist, da wir so auch trotz allem, gerade mit den Kollegen, die wir auch in Hongkong haben, da haben wir noch eine Niederlassung, mit denen wesentlich enger zusammenrücken konnten dadurch. Und auch da muss man natürlich, darf man sich auch nicht aufhalten lassen durch Kommunikationsprobleme, Sprachbarrieren etc. Da muss man auch wissen, wie man mit umgehen kann. Und bei all dem, wenn Druck entsteht in einer Krise, dann gibt es immer Personen, die den einfach auch aushalten müssen, um dann zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass nicht alles auf jeden Mitarbeiter abgewälzt wird, überall durchschlägt. Und man ist da auch viel damit beschäftigt, in meiner Position dafür zu sorgen, dass die Kollegen, die am wichtigsten dafür sind, die Ware zu bewegen, auch ihren Job machen können und dass man da Hindernisse einfach aus dem Weg räumt und dann nicht alles an Problemen da auch ungefiltert durchlässt, sondern dass man da einfach für ein angenehmes Arbeitsklima trotz allem sorgt und dann mit seinem Team gemeinsam, weil nur so geht das in solchen Zeiten und auch generell, damit man dann gemeinsam einfach seinen Job erledigen kann und dann auch einfach dafür ein gutes Ergebnis sorgt. Alles klar. Dazu kurz eine Anschlussfrage direkt an dich, Philipp, weil es ja doch sehr krass ist, wie ich finde, was du gesagt hast, auch mit dem Stress und Druck aushalten, nicht abgeben und im Team eben nach Lösungen suchen. Das ist ja durchaus eine große Herausforderung. Das ist vielleicht auch nicht immer einfach. Wie motiviert man sich denn für so einen Job? Wie ist es bei dir, Philipp? Was motiviert dich sozusagen jeden Tag aufs Neue? Wie motiviere ich mich? Gute Frage. Also in erster Linie motivieren mich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn ich sehe, wie engagiert sie sind, wie sie sich nicht aufhalten lassen, wie sie versuchen, alles möglich zu machen und gerade auch in schwierigen Zeiten eine extra Meile nach der nächsten machen, ist das eigentlich Motivation genug für mich, zu sorgen, dass sie ihren Weg so weitergehen und das halt mit vollem Einsatz und Motivation so weitermachen können. Ist natürlich ganz, ganz vorne mit dabei. Und für mich selber war es in jeder Position, die ich bisher hatte, auch immer sehr spannend und herausfordernd, wie man dann mit Problemen umgeht oder mit welchen Herausforderungen auch immer, die man gerade in dem jeweiligen Moment hat und sich da dann nicht einengen zu lassen oder auch gerade in so einem Konzern gibt es auch viele alte Strukturen. Da kann man natürlich sich zurückziehen und da drin verharren und dann einfach es über sich ergehen lassen. Könnte man ganz böse sagen, dass sowas auch funktionieren würde in der Theorie. Macht ja aber keinen Sinn. Da muss man einfach schauen, wie ändere ich Strukturen, was verändere ich, wo habe ich auch Chancen, die ich einfach nutzen kann. Ne? Und dieses Suchen nach Chancen zusammen mit dem Team und dann dafür zu sorgen, dass man ja weiter miteinander auch wächst. Das ist so die Motivation, ja. Larissa, wie ist das denn bei dir? Was motiviert dich? Ich glaube hauptsächlich, dass ich morgens nicht weiß, was nachmittags passiert. Das finde ich spannend. Also ich bin nicht so ein Schema-F-Mensch, der gerne morgens irgendwie irgendwelche Excel-Listen durchschaut und dann genau weiß, wie der Tag sich gestaltet. Ja, diese ganze Kommunikation, also ich liebe das einfach mit den Menschen zu sprechen. Das motiviert mich total und auch so kleine Erfolgserlebnisse zu haben. Also wenn jetzt Leute auf uns zukommen, also sei es jetzt irgendwie eine Zeitschrift, die sagt, das ist ja cool, wir machen da irgendwie mal ein Interview und veröffentlichen was, oder wenn wir eingeladen werden, Vorträge zu halten, wenn wir Kunden haben, die jetzt sagen, wir können das Produkt benutzen und es hilft uns weiter. Also diese ganz kleinen Geschichten, das motiviert uns natürlich total auch als Team. Wir haben hier im Büro so eine Säule aufgestellt. Für jeden unterschriebenen Kunden werfen wir da einen Ball ein und das ganze Team feiert und freut sich an der Stelle. Also ich glaube, das vergisst man total oft, diese kleinen Sachen einfach wahrzunehmen und zu schauen, was man eigentlich geschafft hat, weil man ist dann immer schon wieder auf der nächsten Baustelle, was man noch alles machen könnte. Und das mussten wir auch erstmal lernen, aber das ist halt
Riesenmotivation und auch das Team, die Leute, die wir hier haben. Ich habe so ein Glück mit den Werkstudenten, mit den Festangestellten, die einfach sagen, oh, wir fliegen hier mal mit einer Drohne bei uns durch und machen ein cooles Video, das kann man auf unserem LinkedIn-Kanal jetzt sehen. Das ist nicht meine Idee, das kommt aus dem Team und das ist total schön, dass die Leute da einfach sagen, ich habe eine coole Idee, ich bringe mich hier ein und wir machen das irgendwie gemeinschaftlich, weil das beschreibt auch so ein bisschen die Kultur, die wir so pflegen, dass wir einfach diese Sachen anpacken und vorantreiben und das ist einfach ja, total schön, dass wir das so geschaffen haben und deswegen freue ich mich immer ins Büro zu gehen. Wir sind auch relativ viel im Büro. Ich sage den Leuten immer, ihr könnt auch gerne Homeoffice machen. So gefühlt möchte keiner ins Homeoffice, weil wir auch eine richtig schöne Atmosphäre hier haben und dieser gegenseitige Halt, das ist natürlich auch was, was wahnsinnig motivierend ist und ja, da können wir uns sehr dankbar schätzen an der Stelle. Schön gesagt. Ja, ein gutes Team macht natürlich auch schon viel aus. Patricia, wie ist es bei dir? Was treibt dich an? Ja, was treibt mich an? Mich treibt an, dass zum einen in der Logistik wir so viele verschiedene Facetten haben. Wir sind eine systemrelevante Branche. Das finde ich super wichtig und auch interessant. Und das ist das, wir als Logistiker, Spediteure, Fuhrunternehmer, die ganze Bandbreite ist dafür zuständig, dass die Regale gefüllt werden, dass Waren von A nach B kommen. Und diese täglichen Herausforderungen, die jeden Tag anders sind, also es gibt kein Schema F. Das ist das, was mich morgens aufstehen lässt und was mich mit Freude auch an die Arbeit gehen lässt, wo ich sage, ja, mal sehen, wem wir heute helfen können, was wir heute bewegen können. Das ist das, was mich motiviert, ja. Kein Schema F. Ich würde das nochmal unterstreichen wollen. Das haben wir jetzt heute ja schon wenigstens zweimal gehört. Und das ist auch was, was mir zumindest immer wieder begegnet, wenn es um Logistik geht. Es gibt ganz viele Bereiche, die eben nicht ja so unbedingt ganz vorhersehbar sind, wo jeder Tag immer auch eine neue Herausforderung bedeutet. Und das ist natürlich auch eine super spannende Geschichte, was einen Job in der Logistik auch so abwechslungsreich und interessant macht. Das habt ihr jetzt ja auch alle nochmal ganz gut wiedergespiegelt. Aber trotzdem gibt es ja ein großes Schlagwort, mit dem man sich in der Logistik immer wieder beschäftigen muss. Und das ist das Thema Fachkräftemangel. Larissa, für ein Startup wie eures, wie ist es denn da mit Fachkräften? Ja, also als Startup ist es viel, viel einfacher als Konzern oder Mittelständler. Also ich glaube, es gibt Menschen, die gehen in Konzerne, die können sich da entfalten, die haben ihre Strukturen, die können da ihre Karrierepfade sehen. Der Mittelstand ist, glaube ich, der da am meisten argt und sagt, oh, wir kriegen die Leute hier nicht, weil natürlich wettbewerbsmäßig können die ein bisschen weniger zahlen. Oder ist jetzt ein Vorurteil, aber das ist ja so das, was man hört. Und bei uns als Startup ist es halt so, es ist einfach eine andere Atmosphäre. Also die Leute, die sich für Startup entscheiden, die entscheiden sich ja auch bewusst, weil die wollen das mit aufbauen, die wollen das mit wachsen sehen und die haben da wirklich ein Interesse. Und bei uns ist es so, wenn wir jetzt neue Werkstudenten zum Beispiel suchen, dann gehen die alten Werkstudenten auch wieder, ohne dass ich das weiß, da gibt es eine WhatsApp-Gruppe wohl, da organisieren die sich, dann schnappen die sich ein bisschen Merch, laufen an die Uni rüber und machen einfach Werbung für uns, weil sie denken, okay, ich gehe jetzt halt ins Auslandssemester, ich brauche hier irgendwie Ersatz, meine Themen müssen weiterlaufen und dann kommen die meistens dann auch mit, hier haben wir jemanden kennengelernt, der ist auch eigentlich ganz gut und qualifiziert um die Ecke und da haben wir natürlich Glück, dass wir halt so junge Leute mal reinbekommen ins Unternehmen. Was wir auch machen ist, wir haben ja, also der Felix und ich beide einen wissenschaftlichen Hintergrund, wir kennen uns gut aus mit Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, wir betreuen sehr, sehr viel, also fast jeder unserer Werkstudenten schreibt irgendwie eine Abschlussarbeit, ist für uns natürlich toll, weil wir da ein bisschen auch in diesen wissenschaftlichen Schemen bleiben können. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Werkstudenten nochmal ein anderer Motivator, dann in das Unternehmen zu gehen, wenn sie dann auch ihre Abschlussarbeit in dem Thema schreiben können. Da ist ja dann immer noch ein Selbstincentive dann dahinter. Das ist immer eine coole Kombination an der Stelle. Und ja, summa summarum sind wir vom Team her sehr, sehr gut aufgestellt. Und ich habe auch das Gefühl, die anderen Startups, die hier auch bei uns im Startup-Hub sind, denen geht es ähnlich. Die sind auch sehr, sehr gut aufgestellt. Was natürlich immer fehlt, sind Entwickler, IT-Experten. Die kann man nicht aus der Luft zaubern. Aber durch diese Masterarbeiten, Bachelorarbeitsbetreuungen wünschen wir uns natürlich auch zukünftig diese Leute, die ja sowieso im Unternehmen sind, die gerne hier sind, dann anzustellen. Also ich glaube, auch das muss man langfristig denken. Da kann man nicht von heute auf morgen denken, sondern die Möglichkeiten mit den Unis, da auch Vorträge zu halten, Projekte zu machen, solche Geschichten. Wir nutzen die auch als Startup ganz, ja, ganz viel, damit wir da auch einfach diese qualifizierten Leute bekommen. Wir haben natürlich keine Bürokratie, die uns daran hindert. Wenn wir das wollen, dann machen wir das einfach. Das ist cool. Aber diese Leute muss man sehr, sehr früh ins Unternehmen bekommen, damit man dann auch langfristige Mitarbeiter aufbauen kann.
sehr spannend und interessant, das mal aus der Perspektive eines Startups zu hören, was es da mit dem Thema Fachkräftemangel auf sich hat, was so Schwierigkeiten sind, was aber auch gut funktioniert in so kleinen, relativ flachen Strukturen. Das ist cool. Und wir haben ja das große Glück, dass wir quasi sozusagen drei Ebenen abgebildet haben hier mit euch. Patricia, wenn ich dich als Vertreterin jetzt vielleicht mal einer mittelständischen Spedition VTL nämlich fragen würde, Fachkräftemangel, wie sieht's denn da aus jetzt in deinem Bereich, aber auch generell bei euch in der Firma, kannst du dazu was sagen? Ja, also ich fange mal mit der ganzen Firma an. Es ist wirklich so, wir haben ja nicht nur kaufmännische Bereiche, sondern auch gewerbliche Bereiche und es ist schwierig und wird immer schwieriger, Fachkräfte zu bekommen. Wir merken das, wenn wir Stellen ausschreiben, dass kaum Bewerbungen reinkommen, weil einfach jede Branche, egal was das ist, ob das auch die Gastro, ja, oder die ganz normalen Dienstleister wie jetzt Kommunen etc., die suchen alle Fachkräfte. Und man muss, so glauben wir, mittlerweile auch sagen, egal, ob jemand vom Fach kommt oder nicht, man kann alles lernen und man muss da auch flexibler werden. Und das ist das, wo wir uns auch hinbewegen. Ne? Also man kann nicht immer nur sagen, Fachkraft ist einer, der das gelernt hat. Nein, natürlich auf der einen Seite richtig, aber wenn man tatsächlich wachsen will und das wollen wir bei VTL ja nach wie vor, sei es im gewerblichen Bereich oder auch im kaufmännischen Bereich, dann muss man auch den Blickwinkel auf eben die Menschen werfen, die einfach das nicht von der Pike auf gelernt haben und sich breiter aufstellen. Und das ist etwas, wo wir sagen, das funktioniert. Natürlich auch schleppend, weil wie gesagt, alle Branchen suchen und das macht es schwierig. Aber bisher müssen wir sagen, klappt es noch ganz gut. Offener sein für das Thema Quereinstieg, das ist ein sehr gutes Stichwort. Das wird uns in der zweiten Folge unseres Podcasts noch ein bisschen näher beschäftigen. Aber vielen Dank erstmal, Patricia, das war auch schon mal wieder ein spannender Einblick. Also man sieht, es ist ein Thema. Philipp, bei Konzernen wie Tchibo, ist Fachkräftemangel auch für euch auf der Tagesordnung? Also es ist ein Thema, was schon an der Tagesordnung ist. Also im Vergleich in den letzten 10 Jahren, ich bin jetzt seit 9 Jahren bei Tchibo oder im 9. Jahr, und da hat man schon merkt man ganz deutlich, wie so die Bewerberanzahl durchaus rückläufig ist bei ausgeschriebenen Stellen und die Qualität, also so der Durchschnitt der Qualität, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben natürlich bisher immer das Glück gehabt, dass wir dann gut qualifiziertes Personal gefunden haben durch unsere Aktivitäten. Aber es wird einfach die Auswahl wird kleiner. Das merkt man schon ganz deutlich. Und das betrifft auch nicht nur meinen Fachbereich oder auch nicht nur die Logistik. Das ist halt ein gesamtheitliches Problem, dem man sich da stellen muss. Und ja, wie machen wir das? Wir haben eigentlich immer permanent mindestens 2 Praktikanten bei uns in der Abteilung, die auch wechseln und dann auch immer schauen. Ist auch ganz schön, dass sie dann auch selber versuchen, ihren Nachfolger nochmal zu motivieren zu kommen. Auch solche Erlebnisse hatten wir schon, um dann dafür zu sorgen, dass wir motivierte Kollegen haben, die dann so ihren Einstieg schaffen können. Und da haben auch allein in den letzten 2, 3 Jahren allein bei mir in der Abteilung 3 oder 4 Personen so den Einstieg sogar auch gefunden in die Logistik bei Tchibo und auch generell dann in die Arbeitswelt nach der Uni. Genauso haben wir duale Studiengänge, die wir anbieten, wo wir dann auch direkt junge Leute motivieren, dann duales Studium zu beginnen und dann von der neben der Uni gleich alles mitzulernen in der Praxis bei uns. Werkstudenten auch immer ein gern gesehenes Thema. Und zusätzlich ist es jetzt auch so, dass wir ab Sommer nächsten Jahres auch speziell im Inbound-Bereich zusammen mit unseren Kollegen vom Nah- und Fährverkehr auch noch Ausbildungsplätze anbieten, wo wir dann auch direkt versuchen wollen, junge Menschen dafür zu motivieren, bei uns zu beginnen und ihnen dann auch direkt von der Pike auf alles so beizubringen, dass sie dann hinterher auch gut ausgebildetes Fachpersonal sind, um dem dann natürlich so auch ebenfalls noch entgegenzuwirken. Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein sehr dominantes Thema, wo man versucht, viel gegenzusteuern. Teilweise ist es aber auch gar nicht so einfach, da man sich natürlich gerade in solchen Regionen wie Hamburg und so weiter, da ist halt auch einfach, es betrifft ja alle Unternehmen dort. Und gerade da dann dafür zu sorgen, junge Kollegen für sich zu begeistern, ist schon kann durchaus herausfordernd sein. Also wenn man jetzt mal eine Klammer um alles
nehmen wollte, was ihr gesagt habt, dann könnte man sagen, es funktioniert zwar, Fachkräfte zu finden, aber es ist eine Herausforderung, weil natürlich viele Wirtschaftsbereiche um ähnliche Talente oder um den gleichen Talentpool buhlen. Und es geht dabei ja aber auch nicht nur darum, Talente zu finden, sie ausfindig zu machen quasi und in das Unternehmen zu bringen, sondern eine Facette dieser Münze ist natürlich auch, dass man Talente binden muss, fördern und weiterentwickeln. Philipp, da du gerade schon so ein paar Dinge in dieser Art angesprochen hast, vielleicht machst du einfach gleich weiter. Wie ist es bei Tchibo mit der Talentförderung und der Weiterbildung? Kann ich gerne machen. Ich kann auch mich als ganz gutes Beispiel eigentlich nehmen. Wie kann man Personen fördern und was kann man für einen Weg einschlagen, wenn man denn möchte? Und das hätte auch alles nicht funktioniert, wenn ich nicht von diversen Kollegen, Vorgesetzten hier in der Zeit gefördert worden wäre. Es gibt bei uns einen eigenen Mitarbeitercampus, wo man diverse Schulungen machen kann. Also kann jeder Mitarbeiter, fühlt sich frei, kann da Schulungen aussuchen, die er dann auch machen kann. Kleinere, größere, mehrtägige, auch über mehrere Wochen, je nachdem, was da für ihn gerade in dem Moment zielführend ist. Muss auch nicht immer fachlich sein, kann auch einfach so um Soft Skills gehen, wo sich der Kollege verbessern möchte, über Sprachen bis Verhandlungstaktik, keine Ahnung, alles Mögliche. Da sind wir ganz gut aufgestellt und das ist natürlich auch eine Plattform, wo jeder aus Eigenantrieb und Eigeninitiative natürlich schauen kann, was kann man machen. Gleichzeitig führen wir aber auch eine ausgeprägte Feedback-Kultur. Also wir reden oft und viel mit unseren Kollegen, Mitarbeitern darüber, wie es gerade läuft, was so ihre Wünsche sind, wo sie sich entwickeln möchten, um dann auch zu schauen, dass man da auch Impulse gibt und dann auch mal vielleicht mal einen kleinen Anreiz setzt, welche Fortbildung einem dann weiterhelfen würde, um sein Ziel zu erreichen. Um dann einfach dafür zu sorgen, dass man ja sein Ziel, was jeder persönlich für sich hat, dass man da auch immer näher darauf hinarbeiten kann und dann näher rankommt. Bei mir war das dann auch im Laufe der Zeit so, dass ich auch angefangen von Campus-Schulungen, wo ich mir dann Fähigkeiten erarbeitet habe, die mir dann natürlich geholfen haben, auch einen nächsten Schritt zu machen in den einzelnen Stellen, bis hin zu dieser Feedback-Kultur auch mit den Vorgesetzten, die ich immer hatte, dass man da im engen Austausch war, immer drüber reden konnte und dass das auch gewünscht war und auch nie ein No-Go war, sogar auch mal über ganz wilde Sachen zu reden, wie zum Beispiel, ja, mein Weg geht hier gerade nicht weiter, weil halt einfach die Stelle nicht verfügbar ist, die ich gerade haben möchte, weil da schon jemand drauf sitzt, dann zu überlegen, ja, gibt es denn nicht woanders im Haus noch Möglichkeiten, wo ich mich dann weiterentwickeln kann? Also auch sowas sind keine No-Gos, auch das wird total gefördert und auch da kann man schauen, wie kann einem da geholfen werden, um dann die nächsten Schritte zu machen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja durchaus auch Unternehmen da, du bist in meiner Abteilung, ich brauche dich, wenn du weggehst, habe ich ein Problem, du brauchst jemand Neues, das will ich nicht. So ist das halt bei Tchibo kompletter Gegenteil, das wäre der Fall. Und und dann, ja, neben den ganzen Programmen natürlich, die wir haben für den Einstieg, ist dann der Campus mit den Weiterbildungen eine Säule von vielen, die man auch nutzen kann. Man kann auch so Karrierepfade festlegen, kann auch mit unserer HR-Abteilung, die da ganz viele motivierte Kollegen und Kolleginnen hat, die einem dann da helfen, überhaupt für sich auch einen Weg zu finden oder zu definieren, wenn man das denn möchte. Ne? Auch solche Sachen funktioniert alles bis hin zu anderen Motivationen, wie jetzt, wo wir gerade kurz davor stehen. Wir bekommen jedes Jahr noch zusätzlich ein Weihnachtsbraten, Weihnachten geschenkt. Das ist noch eine ganz schöne Tradition, die aus der Vergangenheit beruht, als es noch Tchibo noch in den jungen Jahren seiner Existenz war und es da noch nicht jedem vergönnt war, dass man zu Weihnachten den Luxus hatte, sich einen Braten leisten zu können. Dass dann die Inhaberfamilie gesagt hat, sie möchte gerne, dass jeder Mitarbeiter zu Weihnachten dann auch mit seiner Familie einen Festtagsbraten genießen kann und aus der Zeit ist das bis heute noch zum Beispiel, dass auch solche Traditionen noch weiterleben und ja, ganz viele Sachen mehr von Freizeitzentrum für die Mitarbeiter, wo man Sportprogramme machen kann und alles Mögliche. Bildungsurlaub kann man machen, wenn man möchte, auch wenn man zwischendurch mal denkt, ja, ich brauche jetzt mal eine Abwechslung, muss mal raus, ich hätte mal Lust auf ein Sabbatical, auch solche Sachen funktionieren, also das ist wirklich, da müsste man jetzt noch hier eine halbe Stunde dranhängen, bis mir wahrscheinlich alles einfallen würde, was es so gibt, von dem Fahrkartenzuschuss über den Weihnachtsbraten bis zum Kaffee, den man sich in der Filiale aussuchen kann dann im Monat. Da ist so einiges geboten, auch auf der Ebene. Danke, Philipp. Das ist ja schon mal eine sehr große Bandbreite von Dingen, die Tchibo seinen Mitarbeitenden dort bietet. Larissa, vielleicht kommen wir mal zu euch und Neocargo als Startup. Du hast ja vorhin gesagt, ihr macht viel mit Werkstudenten, die dann bei euch natürlich ihre Abschlussarbeiten schreiben können, zu einem überwiegenden Teil. Und damit natürlich auch Impulse aus der Forschung.
in euer Unternehmen einbringen, aber ihr könnt ja umgekehrt auch ihnen aus der Praxis was bieten. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu sagen, wie speziell dieser Teil sich bei euch gestaltet und was es da für Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Genau, kann ich gerne machen, Boris. Also wenn ich neue Leute habe oder neue Werkstudenten oder auch Mitarbeiter, dann muss man sich natürlich immer ein individuelles Bild von dem aktuellen Stand von dieser Person machen. Das ist bei uns ziemlich einfach, weil wir sind ja noch nicht so viele. Das heißt, wir sind da ganz eng mit den Mitarbeitern. Wenn man natürlich dann wächst, dann ist es seit, glaube ich, nicht mehr so einfach. Aber ich kenne die Leute und ich weiß auch, was die Leute können. Und bei Werkstudenten fange ich immer ganz gerne an mit ganz kleinen, abgesteckten Themenbereichen, Aufgaben, die man sehr gut, sehr einfach lösen kann und versuche dann mit denen immer diesen Kasten, diese Box immer ein Stück weiterzumachen, bis hin, dass sie halt irgendwann wissen, okay, ich habe eine Idee, ich kann auch selber Ideen einbringen, ich kann auch selber halt definieren, was ich eigentlich machen möchte, weil wir dadurch immer den Vorteil haben, das, was ich machen möchte, das mache ich gerne und das, was ich gerne mache, mache ich auch gut. Und das ist so immer mein Ansatz, also ganz, ganz viel Vertrauen geben und ganz viel Freiraum geben, aber auch Hilfestellung, wenn das jemand benötigt an der Stelle. Wir haben Leute, bei denen ist es gut, dass wir regelmäßige Feedbackschleifen machen, dass wir Wochenreflexionen machen, dass wir solche Themen angehen. Wir haben aber auch Leute, die arbeiten am liebsten super selbstständig und die kommen nur mit gezielten Fragen auf mich zu. Da muss man, glaube ich, immer schauen, was ist das für ein Personentyp Mensch, der da letztendlich jetzt mir gegenüber sitzt und was braucht der oder die dann letztendlich. Und das funktioniert echt total gut bei uns. Wird dann spannend, wenn wir wachsen, dass wir dann halt einfach schauen, wie kriegen wir das besser umgesetzt. Mit Schulungen ist es natürlich ähnlich. Also wir haben jetzt keinen ausgetüftelten Schulungsplan, sondern wir machen dann mal eine Reflexion oder schauen uns im Mitarbeitergespräch das Ganze an und dann sagen wir, ah, okay, an der Stelle wäre es doch ganz cool, wenn wir dich nochmal schulen würden. Das würde dir da und da doch auch weiterhelfen, auch persönlich weiterhelfen, was bringen. Und dann suchen wir halt die Schulung ganz individuell aus und fördern da auch die Mitarbeiter. Es ist auch wichtig für uns, weil auch der Felix und ich, wir müssen noch weiter lernen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, das auch zu betonen, dass man sich ja immer verbessern kann an der Stelle. Und für uns ist es natürlich auch wieder hilfreich. Wir haben einen Aufsichtsrat mit sehr erfahrenen Mentoren, nenne ich sie jetzt mal. Da können wir auch jederzeit hingehen. Auch wir können da lernen und quasi Förderung in Anspruch nehmen. Wenn man so ein Startup führt, ist es sehr einfach an Leute zu kommen, die auch willig sind, einem da weiterzuhelfen. Also wir sitzen ja im Cyberforum und hier ist auch ein großes Mentorennetzwerk letztendlich wieder dahinter und auch da kann man einmal für sich selber, aber auch dann für den einen oder anderen Mitarbeiter, wenn er mal eine Frage hat oder sich irgendwo vertiefen möchte, wo man dann selber sagt, okay, kann ich jetzt nicht in der Tiefe mitgehen, finden wir aber auf jeden Fall immer eine Lösung und das ist halt total agil und dynamisch und in so einem Startup, denke ich, auch relativ einfach umsetzbar. Das kann ich mir bei euch tatsächlich sehr gut vorstellen, gerade weil ihr so ein kleines Team seid, dass man natürlich da sehr persönlich und sehr individuell auch auf einzelne Wünsche eingehen kann. Was jetzt aber nicht heißen muss, dass das in anderen Unternehmen gar nicht möglich wäre. Patricia, ihr bildet ja auch selbst aus. Ich glaube, bei euch ist das auch gar nicht so viel anders, oder? Wir bieten das an, also Weiterbildung auch gerade bei den Azubis, dass wir sagen, nach der Ausbildung vielleicht ein duales Studium. Um sich da weiterzubilden, aber auch für die Fachkräfte, die bei uns arbeiten, bieten wir das an, dass man sich weiterentwickeln kann. Entweder sei es auch mit einem Fernkurs oder mit einem Studium vor Ort, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das wird bei VTL großgeschrieben und auch bedacht, ja. Und so wie ich dich vorhin verstanden habe, spielt aber auch bei euch das Thema Quereinstieg eine wichtige Rolle, oder? Ja, das ist so, aber halt auch erst mittlerweile, das ist einfach sukzessive gewachsen, ne? Weil es ist tatsächlich so, eben weil der Arbeitsmarkt in Deutschland ist, wie er ist, wird es eben immer schwieriger zu sagen, wir nehmen jetzt einfach den, der jetzt mal hier 3 Jahre Logistik gelernt hat, ne? Und das von der Pike auf und den stellen wir jetzt mal ein. Die Zeiten sind vorbei und deswegen muss man sich breiter aufstellen und wir glauben, dass man grundsätzlich, egal ob jemand Logistik gelernt hat oder nicht, das beibringen kann. So, jetzt haben wir viel zu allen möglichen Themenbereichen rund um Karriere in der Logistik gehört. Bliebe eigentlich nur noch eine Frage. Wenn jetzt jemand auf euch zukommen würde und sagen würde, du, ich habe mir überlegt, einen Job in der Logistik anzufangen, weiß aber nicht so richtig, was da auf mich zukommt, kannst du mir was raten, kannst du mir was empfehlen, sollte ich das machen, ja oder nein? Was würdet ihr antworten? Job in der Logistik anfangen, ja oder nein?
Das muss, also erstmal muss das jeder für sich persönlich entscheiden und zweitens bin ich immer kein Fan davon, Leuten zu erzählen, wie toll das doch alles ist. Das machen wir auch nicht mit unserem Produkt, sondern da sagen wir immer, frag mal bitte den Anwender an der Stelle, ob der es wirklich gut findet. Und genauso ist es auch. Also wenn wir hier neue Leute einstellen, dann kommen die den ganzen Tag zum Probearbeiten, weil spätestens nachmittags verstellt man sich ja nicht mehr und ist dann relativ locker. Man geht mit den Leuten spazieren, man versucht wirklich, diese Person oder diesen Menschen kennenzulernen. Und so wie wir das machen, funktioniert das relativ gut, weil wir natürlich die richtigen Leute dadurch rausfiltern können. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde in einem neuen Betrieb anfangen, dann würde ich da sagen, kann ich da bitte mal 1, 2, 3 Tage vorbeikommen? Ich will es mir einfach anschauen. Weiß ich nicht, ob es bei allen geht, aber man redet immer so abstrakt über, was ist das und gefällt es mir oder nicht. Ich glaube, da hat kein Arbeitgeber was dagegen, wenn man mal sagt, ich komme mal 1, 2 Tage vorbei, ich mache mal so den Alltag mit und dann weiß ich, worüber man redet. Das ist ja genau wie mit dem Studium. Man sieht irgendeine Tabelle und denkt, coole Kurse und wenn man drinnen sitzt, versteht man erst, worum es geht und so ist es da auch. Also da würde ich immer sagen, man kann Sachen besichtigen, es gibt Tag der Logistik, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich da mal ein Bild zu machen. Für Studenten sowieso so viele Praktika und Eindrücke wie irgendwie möglich sammeln, vom Konzern über Mittelstand in Startup. Schaut es euch einfach an und guckt, was für euch passt an der Stelle. Und wenn ihr denkt, Logistik könnte das Richtige sein, macht einfach mal so 1, 2 Probearbeitstage, schaut es euch an und dann wisst ihr hinterher viel, viel besser, ob ihr da einfach reinpasst oder nicht. Das ist ja ganz wichtig. Ich sage immer, wir bewerben uns ja auch bei den Bewerbern, ob wir zu denen passen. Also so rum muss man natürlich da auch denken. Zwei Punkte, die du gesagt hast, finde ich besonders spannend. Und das ist zum einen das Thema Bewerbern die Chance geben, hineinzuschnuppern ins Unternehmen, die Strukturen kennenzulernen, aber vor allem auch das Team und die Mitarbeitenden und für sich dann entscheiden zu können, passe ich da rein oder nicht. Und das andere ist natürlich der Punkt, dass man sich als Unternehmen natürlich auch bei den Bewerbern bewirbt sozusagen. Also man stellt sich auf eine Plattform, stellt sein Unternehmen vor und macht sich so ein bisschen auf für Menschen, die das interessieren könnte, dort zu arbeiten. Und das ist etwas, das wir leben es aktuell in der Arbeitsmarktsituation immer wichtiger wird. Philipp, wie ist das denn bei euch? Siehst du das ähnlich wie Larissa, was das Thema angeht? Also ich sehe es grundsätzlich ähnlich wie Larissa. Natürlich muss man selber die Entscheidung treffen, ob man das Ganze machen möchte oder nicht und dann auch schauen, wie komme ich da, kann ich mir da bei der Entscheidungsfindung behilflich sein. Wenn ich denn Teil dieser Entscheidungsfindung werde und mich wirklich jemand nach meiner Meinung fragt, was ich denn davon halte, dann würde ich jederzeit sagen, ja, auf jeden Fall ausprobieren. Die Logistik ist so ein vielfältiger, spannender Bereich. Selbst wenn ich in der Seefracht anfange und denke, ja, Logistik an sich ist ganz toll, aber das ist mir ein bisschen langweilig, dass nur die Container von A nach B fahren, dann gibt's das Nächste, dann kann ich auch noch mal mich in der Luftfracht ausprobieren, dann kann ich mich noch im Straßenverkehr ausprobieren, in der Paketzustellung, die wir alle kennen aus dem Online-Geschäft. Da gibt's einfach vielfältigste Möglichkeiten bis hin zu dem, was alles in dem Lagerstandort funktioniert, was da für Technik drin ist, was es da für unterschiedliche Lagermöglichkeiten gibt, für Größen und so weiter und so weiter. Das ist einfach extrem spannend. Bis hin dazu, dass man auch gerne springen kann zwischen ich bin der Dienstleister, wie in meinem Fall, man ist erst auf der Dienstleisterebene, sammelt da wirklich Erfahrungen in der Praxis, wenn sich die Produkte oder die Ware bewegt auf den Verkehrsträgern, bis hin zu, ich wechsle dann eher näher an die Ware zum Händler, wie in meinem Fall, Händler und Produzenten, wo man dann auch wirklich näher mit den Produkten behaftet ist oder da einfach viel näher dran ist, was halt auch das Schöne bei uns ist, dass man da nicht nur einfach den Container von A nach B transportiert, sondern man weiß ganz genau, da ist Kaffee drin, wie fühlt sich der Rohkaffee an, was macht der, was passiert damit oder das T-Shirt aus Fernost, wie sieht das aus, wann steht das in der Filiale, dann kann ich es irgendwann anziehen. Also das war nicht nur der Container aus Stahl, der dann irgendwie mal da war und wieder weg, sondern ich habe da halt auch einfach näheren Bezug und das sind einfach so vielfältige Möglichkeiten und auch da wird ja alles benötigt. Es ist ja nicht nur der Disponent, nicht nur der Prozessmanager, der sich um Optimierung kümmert. Auch da ist ja so viel auch IT-Know-how gefragt, das weiß Larissa viel besser als ich. Und da kann man sich auch so ja in diesen Ebenen noch weiterentwickeln. Und ich denke, da ist das die Logistik gerade mit der Spielwiese, die sich nicht nur auf einen Standort, eine Straße, ein Gelände beschränkt, sondern die ganze Welt ist, einfach sehr spannend und bietet immer täglich neue Herausforderungen. Na, das ist doch mal ein Statement. Vielen Dank, Philipp. Ich denke, du bist in dem Zusammenhang ja auch wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie man in die Logistik hineinfinden kann und wie man sich dann dort auch aufstellen kann, also weiterentwickeln und seinen Schwerpunkt setzen.
Aber das letzte Wort hat immer noch eine Dame, und zwar Patricia in unserem Fall. Patricia, wie siehst du das? Job in der Logistik machen oder nicht? Auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall machen. Der Spaß an täglich neuen Herausforderungen hat, der Spaß hat, mit Menschen umzugehen, sei es per Telefon oder auch persönlich, der Spaß hat, neue Herausforderungen zu bewältigen, der muss in die Logistik. Absolut. Sehr gut. Es hätte mich jetzt allerdings auch schwer gewundert, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn jemand von euch gesagt hätte, nee, also da kann ich nur abraten. Nein, Job in der Logistik ist also vielfältig. Es gibt super viele Betätigungsmöglichkeiten, wie wir jetzt gehört haben. Logistik ist eben nicht nur Pakete oder Sendungen von A nach B transportieren, sondern es steckt viel, viel mehr dahinter. Man hat sehr viel mehr mit Menschen zu tun. Es geht um Kommunikation, es geht um Technik, es geht um das Miteinander, es geht aber vor allem darum, einen abwechslungsreichen und vielfältigen Job zu machen. Und das habt ihr super dargestellt. Ich danke euch nochmal ganz herzlich für eure Zeit und dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Premiere-Folge. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es sehr gut gefallen. Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, habt vielleicht auch noch was gehört, was ihr nicht wusstet, habt ein bisschen mehr Sicherheit bekommen im Thema Logistik und habt nicht zuletzt vor allem auch Lust bekommen, euch zu bewerben, vielleicht auch mal in der Logistik und reinzuschnuppern in diesen Wirtschaftsbereich, der immerhin der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland ist. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank auch fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge von Logistikhelden. Auf Wiedersehen!